Ich werde das mit dem mal machen. Weil... Nein! Weil das zieht halt nicht ab. Ne? Also, wenn ich den Dreieck-Move mache, der zieht nicht das Blaue ab, der zieht halt wirklich nur meine rote Energie, sag ich jetzt mal, ab. Was halt für uns relativ gut ist, dass ich das dann halt für manche Moves halt nehmen kann, wenn es halt mehrere Dinge sind. So, Kollege, komm doch mal runter hier. Zack. Zack. Oh, damit haben wir die Nebi besiegt. Da lang, okay. Ja, wir müssen halt relativ viel laufen aktuell. Ich bin der Meinung, hier gab es aber noch einen. Da hinten haben wir noch einen Baum. Damit kriegen wir unsere letzte Fähigkeit. Mach mir jetzt nicht mehr was, aber hey. So, das Ding haben wir auf jeden Fall auch wieder. Sehr schön. So, darauf müssen wir jetzt kurz warten. Die ganzen, was sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die 625 würde ich schon ganz gerne haben. Ja. Und die komischen Pilze sind einfach mal auf irgendeine Blattlaus. Oder irgendwie sowas drauf. Sieht zumindest wie eine Blattlaus aus. So, zack. 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 Wow, das war knapp. Der müsste hochgehen. Ja. Das heißt, wir müssen hier kurz mal warten. Ich weiß, ich bin gerade ein bisschen ruhiger, aber ich muss mich auch hierbei ein bisschen konzentrieren. Ja, oh, gerade sogar geschafft. Holy shit. So, hier können wir einmal... Das ist nämlich ein bisschen tricky hier mit den drehenden Dingen. So. Da haben wir nochmal wieder so Magie bauen. Und auch da möchte ich jetzt hin. So. Es ist auch gleichzeitig für uns ein Zwischentopf, was auch nicht einmal so schlecht ist. Ich kann fühlen, wie ich stärker werde. Sehr schön. Damit haben wir auch schon den dritten und letzten Dingens. Und zwar haben wir damit Spitzangriff, schwarzes Loch. Rufe ein schwarzes Loch herbei, das die Nevi ins Verderben zieht. Das rote Signal in der Mitte der Gravitationsverstärker lädt sich mit der Zeit auf. Wenn es voll ist, halte L, also den linken Stick nach unten gedrückt und drücke Dreieck. Das heißt, das ist halt so eine extremer Multi-Angriff, so gesehen. Das, den werden wir auch jetzt einsetzen, wahrscheinlich. Denke ich mal. So, und zack. Genau. Und dann seht ihr es mal. Ist jetzt bloß ein bisschen problematisch, dass es halt nun mal nicht allzu viele sind. So. Wir können auch uns ein bisschen hin und her bewegen. Und dadurch halt auch die Nevi dann ein bisschen zu uns ransaugen. Ist aber auch nicht so wirklich das, was ich jetzt irgendwie auch nicht so, also, ja. Auch nicht wirklich der Angriff der Wahl. Da macht es, ich weiß nicht, wie viel Schaden das Ding macht. Aber. Ja, gut. Das ist ein bisschen doof. Ah, kriegt man jetzt an. Der will nochmal ein bisschen Schacht haben. Weil, ich weiß nicht, da ist das andere doch, finde ich, oder ist meiner Meinung nach ein Ticken besser. Schaff ich das? Fällt doch runter. Okay. So. Da ist die nächste Pflanze, okay. Ah, ist schon, na gut, wir müssen halt relativ viel laufen, ne? So, ganz vorsichtig wieder. Hops. Ich bin der Meinung, dass es hier nochmal so ein Teil gab mit irgendwie mit den Pilzen. Oder ist es der? Nee, Quatsch, das. Okay. Never mind. Das ist der Teil, den ich gerade im Kopf habe. Zack. So, die Energie ist wieder da. Und da müssen wir jetzt nämlich hoch. Und da hing ich teilweise relativ lange fest. Komm schon, Dusty, mach jetzt kein Theater, ich brauch dich. Miau. Was ist nur in dich gefahren? Hast du etwas Schlechtes gegessen? Ja. Und zwar müssen wir diese komische Dinge, Sabums da nämlich oben kalt machen. So, jetzt müssen wir nämlich kurz mal gucken, wie wir da hochkommen. Weil das ist nämlich schon ein bisschen tricky. Wir haben immer die Möglichkeit, da irgendwas zu machen, so ist es nicht.
Wir haben die Möglichkeit, wenn wir runterfallen, jedes Mal zu dem Punkt hier hinzukommen. Das ist kein Problem. Das heißt, ich muss mich nicht in den Tod stürzen. Aber jedes Mal den Weg da hoch. Ich hoffe mal, dass ich es einmalig hinschaffe. Also, dass ich das auf Anhieb da instant oder relativ gut hochkomme. Die ganzen Dinger da müssen wir natürlich auch alle kaputt machen. Und hopp. Was es jetzt auch nicht gerade wirklich leichter macht, ne? Ehrlich gesagt. So. Erstmal müssen wir darüber. Wie gesagt, wenn wir getroffen werden, ist alles kein Thema. Wir müssen jetzt uns halt nur wirklich ein bisschen vorarbeiten. Ich bin der Meinung, dass der noch nach unten kommt. Oder dreht er sich nur? Nee, okay, der dreht sich nur. Meine Meinung, denn jetzt hier hoch? Ja. Also musst du halt wirklich überlegen, wie weit reicht meine Kraft und wie weit reicht meine Kraft nicht. Aber das ist halt schon bei Episode 10 ist. Wie gesagt, ich bin der Meinung, also ich war erst der Meinung, da ist das nächste, dass das halt viel, viel später kam. Und nicht schon, und nicht so früh. Ist okay. Ich stehe doch genau davor. Komisch. Ich stehe direkt davor, aber sie trifft es nicht. So, einmal kurz mal wieder abpausieren. Ach, jetzt. So, wir müssen natürlich auch die ganzen Dinge hier kaputt machen. Was halt, wie gesagt, nicht gerade wirklich einfach ist. Weil wir uns halt wirklich sehr stark koordinieren müssen, teilweise. So, ich möchte mich ganz gerne hier drauf stellen, um dann halt den Angriff dazu machen. Eins. Zwei. Ja, fuck. Okay, zwei Angriffe und dann ist leider Schicht im Schacht. Fuck it, man. Ist egal. Wir müssen nochmal hoch. So. Dann müssen wir einmal da hoch. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Doch, schaffe ich. Zack. So. Das heißt, wir können halt leider nur einen Angriff ausführen, was ein bisschen blöd ist. Ansonsten schaffen wir unseren Rückweg nicht. Ach man, bloß weil ich da hängen geblieben bin. Fuck. Egal. Nein, 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 da. Fuck it, man. Wir müssen halt nochmal von ganz unten anfangen. Scheiße. Das ist ein bisschen nervig. Ohne Scheiße ist wirklich ein bisschen nervig. Der hätte einen kleinen Ticken Hänse. Das ruhig ein bisschen. Ein klein. Ich muss den Scheißpilz noch mal warten. Einen kleinen Ticken hätten sie wirklich länger machen können, dass du halt noch so ein kleines, das kleine Quäntchen, was da fehlt, dass du es halt wirklich noch weiter übertragen kannst. So. Vier Dinger sollen, wo haben wir noch? So, jetzt kommen wir dahin. Als nächstes müssen wir uns mal den Pilz suchen. Das ist der Pilz. Ja, und dann haben wir da das erste Blatt. Da haben wir das nächste Blatt. Und nachher können wir ja nachher oben drauf laufen, so ist es nicht. Voll, voll. Zack. Müssen wir nochmal kurz mal zwischenstoppen. Das Ding ist kaputt. So, normalerweise müsste uns das eigentlich. Ja, reicht, sehr schön. So, man sieht natürlich auch, dass wenn ich die Navy halt kaputt mache, auch die Dingens dadurch kaputt gehen, also unten die Lebensanzeige. So. Als nächstes geht das Ding erstmal kaputt. Ihr seht. Nee, ist da was abgezogen worden? Ich weiß es gerade gar nicht. Kann ich überhaupt gerade überhaupt nicht drauf geachtet. Zack. Aber ich mache erstmal den hier kaputt. Auch wenn er mich ein bisschen jetzt treffen sollte. Nein! Oh, das war knapp. Das war knapp. Da müssen wir halt teilweise echt aufpassen. Ja, wie ihr seht. Die Navy, die hier umher eiern, gehören halt mit zum Boss.
So, zack. Den dann möchte ich noch haben. Das heißt, wir werden den anderen Nevi hier oben nachher machen. Der hier ist doch erstmal wichtiger. So. Na. So. Wie gesagt, weil, falls sie runterfallen soll. Till. Mann, alter Scheiße. So viel dazu. Ich glaube, so hoch komme ich nicht, ne? Na doch. Sehr schön. Immer eine kleine Abkürzung. Ist halt ein bisschen problematisch immer. So, kann ich mich hier fallen lassen? Ja. Ist halt schon krass. Gerade. Nein. Ich weiß nicht, ob ich mich gerade jetzt hier noch irgendwo hin retten kann. Vielleicht auf den. Naja, scheiße. Und auf ein neues, wo ist der scheiß Fahrstuhl-Pilz, Mann? Wo ist er denn? Ach, da. Ja, das meinte ich nämlich, wenn... Ein Quäntchen. Wir hätten es wirklich ein Quäntchen länger machen können. Müssen, theoretisch. Aber das Gute ist halt, dass man hier wirklich ein paar Zwischenstationen haben kann, um relativ schnell wieder hochzukommen. Da möchte ich hin. Natürlich. Zack. Natürlich werde ich auch einmal getroffen. Genau in dem Moment, wo ich da hoch möchte. So, das heißt... Auch wenn ich das jetzt auf ein Dingens mehr gebraucht hätte gegen den Endboss, ist es mir aber gerade ein bisschen wert. Also es war es mir wirklich gerade wert. Als wenn wir da noch, was weiß ich, wie lange umher eiern. So, den nehmen wir da weg. Und fliegen mal in die Richtung. Dass wir uns da nochmal hinstellen können. So, normalerweise müssten wir jetzt eigentlich durch sein. Genau. Und jetzt müsste diese komische Blume dann noch irgendeinen an ihren normalen Müll da irgendwie ausspucken. Und die normalen Dinge, die sind eigentlich normalerweise nicht wichtig. So, zack. Weil wir müssen eigentlich nur da drauf umherholzen. Zack. Wir werden uns jetzt nochmal hinten das Ding holen. Ein bisschen Energie. Vielleicht ist in der Zeit auch schon wieder unsere andere Energie wieder da. Dass wir halt vielleicht mit dem letzten Schlag da was machen können. Ja. Oben links haben wir noch ein bisschen Energie. Oben rechts ist okay. Müssen wir jetzt mal ganz kurz warten. Zack. Einmal absteigen. Zack. Zack. Ist egal. Wir müssen halt einfach kurz warten und dann... Okay. Ach Gott. Müssen wir halt doch echt nochmal warten. So, und dann können wir jetzt auch den Endschlag rausspüren. Ah, das war jetzt etwas... Gut, ein bisschen Abrechnung. Ja, ist okay. Eine etwas längere Episode jetzt. Ich glaube, die ging... Eine halbe Stunde. Ist aber trotzdem okay. Wie gesagt, ja, 20 bis 30 Minuten pro Episode ist echt gut. So, und das, die fühlt sich überhaupt nicht gut.